Hauptsache, dass wir halt ein bisschen mehrere Stopps machen. Ich hatte der erste Stopp war ja bereits bei der Hustenpaps, oder? Hustenpaps, ja. Ein Kaffee gekriegt. Schnaps, aber okay. Ein Schnaps, okay. Okay. Na, wir sind mal nicht also, ja, das war mal ein Film, den wir so Anfang 2000 gemacht hätten. So ein Buch dazu, ist aber nicht zustande gekommen. Aber war eine schöne Zeit. Lang ist her. Und ich glaube, du hast ja schon die Überleitung gemacht, wir gehen viel besser zu dem Jetzt, zu dem Heute und zur Zukunft, weil er hat uns ja versprochen, dass er noch viele, viele solche Titel einfahren wird. Ja. Oder Matthias? Also, Zumindest hat er jetzt versprochen, dass er uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Weil vor so ein zwei Jahren ungefähr, ja nicht einmal zwei Jahre, vor einem Jahr in der Zeit, da hat er so bei seinen Interviews öfter gesagt, irgendwie kommt dem Vieh bei jedem von den Rallyfahrern, da brennt bei jedem eine Zündschnur und er weiß nicht, wie lang das die ist. Und deswegen hat er gesagt, ob ich da ganz lang dabei bin, weiß ich nicht. So habe ich das verstanden, wie du das erklärt hast, ja. Aber nachdem er heuer die Dakar ja wirklich bravourös gemeistert hat und ihnen das jetzt ein bisschen erzählen möchte, dann sobald er ein bisschen mehr gegessen hat oder fertig ist mit Essen, hat er uns dann nachher versprochen, dass er noch einige Jahre das Geilste vom Motorradfahren weiterhin selber machen wird und nicht so schnell irgendwo Überlegungen hat, da auch wie viele andere Kollegen ins Auto zu steigen. Wo natürlich für alle, die was da einmal mitgemacht haben, es schon verständlich ist. Mein Auto hast halt dann irgendwann einmal einen Überholbügel drüber und solltest von der Tür nicht zu weit springen, dann tut es halt einmal kurz ein bisschen weh vielleicht für die Guten oder sonst was, aber mit dem Motorradfahren natürlich nicht zu vergleichen. Ja. Also von der Gefährlichkeit her und vom Wert und vom Obi-Kugel. Wir haben es jetzt mit deinem Rallyfahren oder Hannes und ich ein bisschen machen. Wenn du einmal eine Kurve hinterpackst und du liegst am Dach da, dann hast du alleweil noch einen neben dir mit deinem Lachen kannst oder halt mit dem Jammern kannst. Also ist viel lustiger, als wenn du mit dem Motorrad, wo du nur unten liegst und jammerst, wenn es wert wird. Nein, aber ich habe es vielleicht das alle ein bisschen gesehen. Hellas Rally, morgen kommt sogar der Veranstalter selber, der in der Gegend ist, mal kurz vorbei, der Meletis. Sollte das in Zukunft jemand reizen, die haben eine Zweizylinder-Klasse mit dabei und es ist wirklich eine Einsteiger-Rallye. Das heißt, inzwischen ist schon mit den Tageskilometern, mit den Tagesstunden an die Grenze gegangen von uns alle. Also wir haben ihm das eh schon gesagt, das mögen wir eigentlich ja, nicht unbedingt, dass er das noch weiterhin forciert, weil wir haben so 8-9 Stunden schon am Motorrad geguckt und, oder im Auto geguckt, jeden Tag. Aber der Chris ist ja selber jetzt das zweite Mal schon mit dabei. Otto war dabei, wo ist er denn? Da hinten. Otto, ja, er hat gleich einmal verweigert heuer. Aber es ist vom Finanziellen her überschaubar, also so mit, was hast du Budget, 2.500? Ja, ein bisschen über 3.000. Aber eigentlich ist das mit Flug und mit alles dabei, ja, gell, also für ganze Wochen mit Hotel und alles mit dabei, also ja, viel billiger, glaube ich, kriegt man sowas einfach nicht. Wir machen auch im Herbst noch einmal die Oasis-Rallye in Tunesien, die wir zusammen mit ein paar Jungs veranstalten. Das ist also wirklich eine komplette Einsteiger-Rallye, also wo es auch jeden Tag dann ein Rotbuch gibt, wo man überprüfen kann, ob man das Ganze jetzt schon ein bisschen verstanden hat. Da haben wir vor, jetzt glaube ich, ziemlich genau 5 Jahren das erste Mal einen Hirsi mitgehabt, weil er nicht gewusst hat, wo er sich so hin orientieren soll. Und am ersten Tag ist er dahergekommen beim Abendessen und hat gesagt, sag's einmal, haben Sie jetzt alle einen Clasher oder was? Was soll denn da lässig sein bei den Rallye? Also da musst du ja gar nichts kennen, geradeaus die ganze Zeit. Ja, inzwischen glaube ich, hat er schon gemerkt, dass wenn man das geradeaus dann einmal mit 130, 140, 150 fährt, dann wäre auch das geradeausfahren natürlich schon spannend. Und ja, mir ist genauso gegangen, wie ich das angefangen habe. Das sind alles Leute, also die alle, die das Motorrad fahren, technisch nicht kennen, die gehen wahrscheinlich alle fahren oder ein Motorrad fahren, oder ist was. So, das Gefühl habe ich damals als Motocross-Fahrer genauso gehabt. Aber
wenn man es dann einmal ein bisschen Intus hat, es ist einfach was Oberlässiges. Man fährt ja ständig durch andere Gegenden. Also man sieht ja, auch wenn man natürlich im Renntempo fährt, aber man sieht, man lernt die Länder sehr wohl kennen. Und das ist, ja, also, und das ist natürlich etwas, das, was man da kann, bis ins hohe Alter, wenn man das so sehen will. Ja, also da ist nicht so wie beim Motocross-Fahren einfach die Grenze mit 30 Jahren, man kann zum Denken, okay, was tue ich jetzt in Zukunft, sondern da hat man wirklich auch in dem, was man vorher gesehen hat, der ist das letzte Mal wieder dabei, wo glaube ich, war 72, ein Schweizer. Und der ist alles genauso mitgefahren wie die Jungen alle. Also, ja. Sollte jetzt irgendwann Lust haben, nach Tunesien nehmen wir mal ein Zweizylinder-Motorradler mit. Also das ist eine geführte Tour auf die Zweizylinder, die halt dann nur Schotterpisten fahren und nicht einen tiefen Sand reinigen, klarerweise. Aber es gibt in Tunesien viele Sehenswürdigkeiten mit Matmata, das sind die Höhlenwohnungen, da wo sie Star Wars und die ganzen Sachen dran haben. Dann gibt es die größte Oase, das ist Tousseur. Also gibt es viele lässige Sachen zum Umschauen und auch ein bisschen spannende Sachen, auch für die Zweizylinder zum Fahren. Und natürlich nicht richtige Sanddünen, aber trotzdem. Und auch vom ganzen Preislichen her überschaubar. Man fliegt nach Djerba und ist nach 100 Kilometer in der Wüste. Wenn das interessiert, beim Stefan melden, dann gibt es Informationen in Zukunft. Aber jetzt hat er fertig gegessen. Jetzt zeigen wir zuerst sein Video vom Heringsieg, das ist ganz kurz und dann darf er alles erzählen. Jetzt kriegen wir mal raus dabei, ja. Für seine ersten drei Auftritte, der erste, da hat er noch zu sehr ans Kulinarische gedacht und hat halt die Schrimps und das ganze Zeug nicht auslassen und hat dann büßen müssen und ausgefallen, weil er eigentlich, ja, wo schlecht ist, Kampi der Wuschen hat. Das zweite Jahr war dann das schmerzhafte Jahr, wo es ja richtig zur Sache gegangen ist mit dem Oberschenkelbruch und dann eben, wenn man da mal irgendwo dabei war, dann weiß man, dass es sehr, sehr viele Stunden dauert, bis man da irgendwo im Krankenhaus ist, wo nichts mehr wert wird. Oder wenig, nicht mehr so wert wird, sagen wir so. Und dann letztes Jahr waren wir ja schon sehr happy mit deinem zweiten Platz. Da waren wir eigentlich schon alle recht zufrieden und haben gesagt, ja, also so kann es weitergehen. Und heuer hat er den Traum aller österreichischen Offroad-Fans, aber auch vielen anderen natürlich wahrgemacht und ist das super clever nach Hause gekommen. Also, erzähl uns ein bisschen, wie ist das angelaufen, von Anfang bis zum Ende, jede Etappe, jede Kilometer. Auf der ersten, Dakar oder auf der vierten? Nein, vom ersten die letzte Dakar, war's. Also die, wie viele Kilometer waren es? 8000. 8000, okay. Ja, wo fangen wir an? Ja, aber am besten ist Lima Start. Ja. Mit was für Einstellung bist du hingegangen? Nein, was halt wirklich schräg ist, weil wir mal da zufällig so gescherzt und heuer Titel verteidigen und so. Und es ist halt wirklich bei der Dakar, es sind halt echt 9000 Kilometer und es ist so unberechenbar geworden. Und ich weiß auch, ich komme so oft, wenn man mich fragt oder auch jetzt, wie ich Zweiter geworden bin, ja, was kommt als nächster, gewinnst du das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehöre da sicher dazu. Aber dass wirklich dann alles so zusammenläuft, das ja, liegt oft auch nicht in der eigenen Hand. Und ich weiß ja noch heuer, am ersten Tag, bei der Verbindungsetappe nach 100 Kilometer, habe ich einen Lastwagen übersehen. Ich ist auf der Autobahn, der ist einfach auf meine Seite rumgekommen und ich bin mit den Knien links auf der Leitschiene gestraft und rechts beim Losgang. Und es hätte eigentlich dann, bevor das Rennen überhaupt angegangen wäre, schon vorbei sein können. Und das ist halt dann immer auch, wo man sagt, okay, oder wie der Heinz vorher gesagt hat,
es ist zwar arg, wenn man das über seine Sportart sagt, was man macht, aber es ist wirklich halt so wie ein Dynamitstang und man hofft halt, die Zündschnur ist möglichst lang. Und ich mache jetzt seitdem ich 2016 so Wiener habe, wo ich wirklich sicher am schnellsten Motorrad gefahren bin damals für meine Verhältnisse, weil ich einfach die Gefahr nicht so kennt habe, nicht so gesehen habe, weil man vorher noch nie eigentlich richtig Wetter habe. Und man glaubt halt dann wirklich, man ist so unsterblich, oder man fährt dann in einem Bachbild mit 100 km/h, mit sich gestorner, okay, es passiert nichts, dann mit 110, bis halt dann einmal mit 140 sind. Aber eigentlich kannst du das nicht mehr kontrollieren, es ist halt nur ewig lang, was du Glück hast, was gut geht, und gackst irgendwann passiert halt das. Und mir ist halt 2016 passiert, oder ich dann einfach schauen müssen, oder ich wollte halt nie wieder in so eine Situation kommen, dass ich halt wirklich 10, 12 Stunden drauf bis ins Krankenhaus komme, und habe halt dann einfach geschaut, dass ich meine Navigationsfähigkeiten oder einfach das Risiko so versuche zum Einschätzen, wo spricht es jetzt dafür, dass ich sage, okay, wo kann man Gas geben, wo ist die Gefahr, oder wo kann man die Gefahr einigermaßen minimieren und wo nicht. Zum Beispiel Dünen sind extrem gefährlich. Und heuer die ersten 4 Tage waren jeden Tag um die 300-400 km nur Dünen. Und Dünen sind zwar extrem lässig zum Motorradfahren, aber zum Rennen fahren halt eine Katastrophe, weil du nie weißt, was nach der Düne ist. Ist die Abrisskanten 2 Meter, ist 20 Meter, geht es flach weiter, geht's richtig, hat es richtiger Stufen drinnen, und das ist halt immer so ein bisschen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Das ist, keine Ahnung, wie wenn ich um ein Haus komme vor, wie schnell traue ich mir das erste Mal vor, obwohl ich nicht weiß, wie geht dann noch die Straße weiter, steht Auto oder ist sonst irgendwas. Ja, aber der Sand ist ja so wachhaft, oder? Und dann auch Peru heuer waren extrem zahre Dünen, also ich bin noch nie in meinem Leben so schwierige Dünen gefahren, wo wirklich, keine Ahnung, im Abstand von 10 Meter teilweise drei so ganz kleine Dünen war, wo es halt dann ein bisschen zweigesprungen bis gleich in der nächsten drin gewesen. Und teilweise bin ich da hingefahren und mir ist auf einmal das Vorderrad weggesunken, wie wenn ein Hohlraum unter einer Düne war, wo ich nicht weiß, warum und wieso. Aber ja, wie der Heinz auch schon gesagt hat, man glas ist er da gar nicht, aber erleben und nachhaltig ist extrem. Und es ist wirklich so, dass man dann ewig viele Geschichten zum Erzählen hat und das einfach so nachhaltige Erinnerungen und ja, unbeschreibliches Gefühl. Aber mitten drunter, wenn man das tut, ist es schon oft ins Auge und mühsam. Weil ich weiß noch, der 13. Tag zum Beispiel heuer bin ich um 5:27 weggefahren, was verhältnismäßig eher spät war, aber bin um 18:56 ins Ziel gekommen. Und die Etappe war, glaube ich, 900 km. Und ja, ich habe dann echt schon Doppelbilder und solche Tage sind halt dann wirklich zart. Aber jetzt gehen wir wieder zum Rennen über. Ja, die ersten 4 Tage haben extrem viel Sand. Peru extrem anstrengend, also im Sand. Bei so einer Sandetappe hat man zwischen 140 und 170 Durchschnittspuls, je nachdem wie schwierig und wie zart die Dünen sind. Und das halt über 5-6 Stunden. Und was halt schwierig ist einfach, weil das fahrerische Niveau in den letzten Jahren, also soweit ich beurteilen kann, ich bin ja viermal dabei gewesen, extrem gestiegen ist, weil einfach viele junge Enduro-Fahrer, ehemalige Motocross-Fahrer, es ist relativ viel Geld im Sport drinnen, es ist ja ziemlich populär, die Rallye Dakar kennt fast jeder und jeder glaubt halt, das wie der Heinz gesagt hat, war okay, es sind mittelklassige Motorradfahrer, die halt einfach lang fahren. Und ich habe das eigentlich auch am Anfang geglaubt, weil ich einfach gewusst habe, wie ein Markt gekommen auf der Motocross-Strecke fährt. Da habe ich mir gedacht, okay, wieso soll der jetzt in der Wüste schneller fahren, wie wenn er auf der Motocross-Bahn keine Chance hat. Aber es ist halt dann doch ein bisschen anders da. Und ich weiß auch noch, bei meiner ersten Dakar, die erste Etappen, haben wir, glaube ich, 134 Schnitt gehabt. Und es ist halt echt, jeder, der was mit einem Offroad-Motorrad schon mal gefahren ist und über 130 Schnitt ist, halt echt schon zart. Und speziell, wenn du vom Motocross fahren kommst, wo du 50-60 km/h Schnitt hast. Und ja, es war dann heuer wirklich extrem eng beieinander. Also ich glaube, wir waren bis zu dem besagten 10. Tag, wo es im Flussbett dann die anderen falsch gefahren sind, nicht richtig, auf 8 Minuten, 7 Minuten beieinander. Und
ich war immer, warte irgendwie, bis der Schlüssel da kommt, weil bis jetzt, seit ich dabei war, hat es immer irgendeinen Schlüssel da gegeben, wo einfach der Koma in der Vergangenheit gewusst hat, okay, heute muss er aufpassen, heute ist schwierig zu navigieren, heute kann er viel Zeit machen, oder sie hat dann seinen Vorsprung rausgefahren und den halt auf die restlichen der K verteilt. Und das war letztes Jahr schon der 10. Tag, wo ich dann eigentlich vom 5. oder 6. Platz auf den 2. Vierer gefahren bin. Und es war halt heuer auch immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, heuer kann ich es echt gewinnen, ich bin so gut nur dabei, aber irgendwie kommt der Tag nicht. Und ich weiß noch genau, es war bis 240 Kilometer war die Etappen. Ich habe gewusst, an dem 10. Tag, ich habe 6 Minuten auf die ersten verloren. Und dann haben wir eine kurze Neutralisation gehabt, also eine Verbindungsetappe von 100 Kilometern. Da war Assistenz erlaubt, also wir haben unser Team getroffen. Und dann sage ich nur zum Kurver Stefan, ich kann nicht schneller fahren wie jetzt, dass ich richtig navigiere. Und damals ist der Bernhard Wiedes, der ist von Lima gewesen, von Salta. Und das war die Etappe in Salta. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich kämpfe ein bisschen mit stumpfen Waffen, weil der weiß genau, wo der hinfahren muss. Weil sonst gibt es nicht, dass der so schnell fährt und richtig auch noch fährt, weil der hat den Tag eröffnen müssen. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, nein, ich kann nicht schneller, weil sonst verfahre ich mich oder tue mir weh. Und habe halt dann echt so gedacht, scheiße, ich will einfach über meine 99,9% nicht mehr rausgehen, weil ich halt einfach nicht mehr den Sturz riskieren will. Und es ist die Etappe dann bei 346 oder 349 Kilometer weitergegangen. Und es war wirklich dann die 4. Note danach, wo sich der 1,5 Kilometer breite Fluss geteilt hat. Man muss sich das vorstellen, das ist ein riesen Hauptfluss, wo die Kleinen alle reinrinnen. Und da rinnt alle 400-500 Meter irgendwann da rein. Und du musst dann wirklich extrem bei den Kilometern sein. Und ein Fluss ist immer extrem schwierig. Also immer wenn Fluss oder Dünen... Flussbett, ne? Also oder sich meistens trocken. Ein Flussbett austrocknet, der Fluss ist immer extrem schwierig zu navigieren. Und es war die erste Noten, was wir da weggefahren sind beim Start, schon relativ tricky. Also weil wir haben gleich bei der 2. einen Wegpunkt gehabt und man muss den Wegpunkt auf 300 Meter anfahren, damit man erreicht. Also damit das GPS sagt, für der Veranstalter kontrollieren kann, wir waren da, dass man den validiert. Sonst gibt es eine Strafzeit. Sonst gibt es eine Strafzeit, genau. Und man hat aber den Punkt in einem falschen Fluss oder Nebenfluss erwischt und sie sind halt in dem falschen gewesen. Und ich habe dann gesehen, okay, dass die, weil es macht dann einen Kompassnotlauf und das leitet dich in das Zentrum rein. Und habe gewusst, okay, eigentlich müssen die einen Fluss weiter umfahren. Dann haben wir gedacht, der wurscht, die 30 Sekunden nimmst du jetzt Zeit, bin dann über ein paar so Streiche umgefahren und habe halt dann dort die Mitte anpeilt und habe meine Kilometer wieder kalibriert. Okay, dann ist es weitergegangen, eh wieder in den gleichen Hauptfluss rein. Und dann sind halt ein paar so kleine Flüsse reingekommen. Und dann sind halt die anderen irgendwie zu früh weggefahren. Und ich habe mir halt gedacht, okay, nein, für mich, meiner Meinung nach, müssen sie später weggehen. Aber es ist halt oft auch so ein bisschen so ein Feingefühl, wo man braucht, weil das Rollen kann nicht immer ganz genau stimmen, weil in der Wüste zum Beispiel fahren die Autos, weil die Rotbücher werden meistens von Autos geschrieben, viel mehr Weg wie mit dem Motorrad. Und da musst du halt dann immer das Feingefühl besitzen, dass du sagst, okay, wie viel bin ich jetzt mehr gefahren oder wie viel habe ich mit dem Motorrad abgekürzt, weil einfach die ganzen Schikanen oder so alles möglichst gerade durchgefahren. Bin halt da weitergefahren, bin dann links in den Fluss reingefahren und ich habe halt gedacht, die anderen, okay, entweder kennt der Bernhard Wiedes irgendeinen schnelleren Weg, weil der Cup oder so von mir hat gestimmt und den, was aber sie gefahren sind, das war wirklich ein Parallelfluss, der was einfach 400 Meter versetzt war, genau in die gleiche Richtung. Und das Problem war, nach 17 Kilometern waren die nächsten Noten, die Referenznoten, wo du gesagt hast, okay, bin ich richtig oder falsch. Und wenn du in einen Fluss reinfährst und die Kilometer stimmen grob, die Himmelsrichtung stimmt grob, dann kontrollierst du zwei, dreimal nach und dann fährst du einfach vollgas den Fluss entlang nach. Und das Problem ist auch, in einem Fluss ist der Cup meistens Moyenne angegeben. Und Moyenne heißt kalkuliert. Also der kalkulierte Cup. Generell, ja. Genau, der generelle vom Punkt A, wo es weggeht in den Nebenfluss, bis zum nächsten Punkt, der Cup war, keine Ahnung, 250. Und das kann sich ja halt wenden auf 270 einmal, 230. Aber wenn du eine gerade Linie machen würdest, wäre das der Cup. Und beim anderen Fluss
Was ja wirklich so da ist, für 5, 6 Kilometer komplett parallel gegangen ist. Und dann, wo halt du auch nicht mehr schaust, ist halt das so nach links weggegangen. Und meine ist halt irgendwie auf die Richtung dranbleiben. Aber es war am Anfang wirklich ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, okay, die haben einen schnelleren Weg gewusst wie, oder irgendeine Abkürzung. Ich habe irgendwie fast nicht daran glauben können oder wollen, dass ich jetzt das einzige richtig bin und die vier falsch. Wobei ich am Anfang mir nicht sicher war, ob ich überhaupt richtig bin, weil ich keine Spur gesehen habe. Und dann habe ich mir einfach eingeredet, okay, die wissen irgendwo einen schnelleren Weg, irgendeinen Parallelfluss, von irgendwo oben im Sandviere, aber wurscht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich die Ausfahrt erwischen, weil das ist dann meine Referenz, ob ich weiß, bin ich richtig oder falsch. Ich habe dann die Ausfahrt erwischt. Die ist übrigens 1,1 Kilometer vorher gekommen, bevor eigentlich ausfahren müsste, laut Roadbook. Einmal in so einem Fluss, der was so kurvig hin und her geht, beim Motorrad halt alles relativ gerade durchfährt und schneit. Und mein Ding war dann so, okay, ab 1 Kilometer vorher fängst du zum Schauen an, das Kind, und 1 Kilometer danach hörst du auf, weil dann weißt du, okay, du bist falsch. Und genau wie ich auf die Kilometer schaue, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich schauen, habe ich mir so durch den Augenwinkel, mir ist vorgekommen, ob da irgendeine Straße laufen gesehen, ob da nicht umdreht, ob die Straßen erwischt, die Kilometer, das alles wieder zurückkalibriert. Der nächste Punkt oder eigene passt, dann habe ich schon mal gewusst, okay, geil, ich bin richtig. Und habe immer noch geglaubt, die anderen, okay, die haben irgendeine andere Spur gefunden. Und dann ist es noch so 10 Kilometer weitergegangen. Und dann war wieder der nächste Waypoint, wo ich gewusst habe, okay, da sind wir jetzt dann alle auf 300 Meter wieder beieinander. Das waren Traces. Traces, das sind einfach Spuren im Sand. Und da habe ich gewusst, okay, da weiß ich definitiv, sind sie einen anderen Weg hergefahren oder waren sie noch nicht da. Und ich bin halt zu dem Punkt hingekommen. Habe mich erstens einmal gefreut, dass ich definitiv richtig bin und habe halt auch keine Spuren gesehen. Und dann habe ich halt wirklich, oder dann ist mir halt bewusst gewesen, dass ich die anderen richtig gescheit verfahren haben müssen, weil die sind, ich bin als Sechster gestartet, also der Berner Videos zum Beispiel ist eine Viertelstunde vor mir schon weggefahren. Mir war aber dann auch bewusst, dass der Tag extrem schwierig noch zu Ende war. Das waren dann so 70 Kilometer noch zum Fahren. Und die nächste Noten ist gleich über 11 Kilometer gegangen. Über so Kämmel, krass, also das sind so die Großbuschen, wo sie in der Wüste ein wenig wachsen, und über 11 Kilometer nur eine Kappangabe, und danach war ein Waypoint Control. Und das ist ein blinder Waypoint, den was man auf 300 Meter erwischen muss. Und das ist halt nur, also wir wissen nur, wenn eine Nummer umspringt, haben wir ihn erwischt, und wenn die Nummer nicht umspringt, haben wir nicht erwischt, dann kannst du nicht suchen anfangen. Aber nach 11 Kilometer, also ich glaube, ich habe es mir ausgerechnet, 1,3 Grad darfst du weiter links oder rechts fahren, damit es dich erwischt. Und jeder, der was weiß, wie so ein Kämmelgras in der Wüste ausschaut, auf 1,5 Grad, dass das erwischt, ist halt echt zart. Und habe mir dann echt extrem Zeit lassen. Bin dann schon 800 Meter Zweig gefahren, wo ich dann gesagt habe, okay, das kommt nicht mehr, scheiße, ich habe nicht erwischt. Und dann weißt du halt auch nicht, okay, ist der jetzt ein weiter hinten, Kinder erst noch, ist er links oder rechts, weil du gehst ja davon aus, dass du richtig gefahren bist. Hab dann angefangen, einen großen Kreis zu machen, zum Umdrehen, und genau wie ich den Kreis umdrehe, springt die zwei weiter. Und ja, so wie Masen oder so, das hast du halt nicht oft im Leben. Bin dann weitergefahren, dann wieder in einen Fluss rein, und mich echt gescheit konzentriert und bemüht, dass ich keinen Scheiß mehr baue ins Ziel, und hab schon gewusst, okay, der Tag kann wirklich der Schlüsseltag gewesen sein oder die Dakar-Entscheidung. Bin dann ins Ziel gekommen, hab mich versichert gleich, ob schon wer da war. Die haben gesagt, nein, you are the first one. Und dann hab ich gedacht, okay, Wolkner, das hast du halt gut gemacht. Hab dann die ganzen Interviews und alles gemacht und bin dann zum Team, und das Team hat halt auch gesagt, boah, was los war. Weil die haben halt nur mitgekriegt, immer voll Chaos. Jeder Vollgas verfahren und so. Ist da immer noch keiner da gewesen, oder? Nein, es war... Ich glaube, der nächste ist um die 25 Minuten nach mir ins Ziel gekommen. Weil die anderen, die hinter dem Start sind, die waren zwar, ich glaube, der Quinter Nila ist Zweiter geworden, der war 11 Minuten hinter mir, aber er ist halt auch schon 20 Minuten hinter mir gestartet. Also, das war wirklich ja, genauso ein Tag, wie du sagst, genau so was wünscht er. Dann sagst du, du bist im Ziel, bist schon mehr oder weniger umgezogen, und ist nicht mehr keiner da. Und es war halt dann echt so, aber dann war es halt irgendwie zart, weil der Sunderland war draußen, der hat den vierten Tag geschmissen. Der Price war halt, ja, hat sich 50 Minuten verfahren gehabt. Und die Hondas und die Yamahas waren relativ stark, und dann ist halt schon ein bisschen das erste Mal wirklich, dass ich in meinem Leben so richtig einen Druck verspürt habe, weil auch wenn der Heinz oft gesagt hat, ja, das gewinnt er schon oder das macht man schon, das
geht ein bisschen da rein, da raus, weil ich weiß eh, für was ich es mache, was ich daheim trainiere. Und jeder, der was mich kennt, der weiß, dass ich alles wirklich ernst nehme und mich versuche, bestmöglich vorzubereiten. Aber es geht halt nicht immer so und es will jeder gewinnen. Aber das war wirklich dann so, dass mir auch bewusst war, dass ich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben so nah von Dakar-Triumph stehe. Und das ist halt echt schräg, wenn ich mir denke, vor 4 Jahren, wo ich angefangen habe, wenn man dachte, wenn ich einmal so einen Beduinen mit heimnehmen kann, wurscht jetzt, welcher Größe, ob erster oder dritter, das ist halt echt so das, was ich nur erreichen möchte in meiner sportlichen Karriere. Also ein keine richtigen Beduinen sind die Preise. Ja. Ja, das kann er zum Mitnehmen oder so. Ich kann nicht wirklich. Nein, und das war halt dann echt schon echt zart. Und dann, weil es halt auch oft, du kannst halt so viele Sachen, du kannst Tiere nicht beeinflussen. Wenn der Veranstalter im Roadbook irgendeinen Fehler macht, so wie es 2017 zum Beispiel war, wo ich eine halbe Stunde am fünften Tag verloren habe, wo definitiv ein Fehler drin war, hast du halt ein Pech gehabt, wenn der Motorrad was sein sollte. Wenn du durch irgendeinen Fluss fährst, wo es teilweise einen Meter, eineinhalb Meter tief sind, übersiehst du einen Strahl, übersiehst du ein Loch, fährst eine und ja, ist halt dann wirklich ein langer Tag gewesen und dann eben der besagte 13. Tag, wo wir so lange unterwegs waren. Da bin ich dann echt auch so summiert und fertig gewesen, habe schon nur mehr so Doppelbühler gehabt und habe halt einfach eine Kurve übersehen. Einfach ein Blackout gehabt, bin da in so einen Großbusch reingefahren, da war es groß relativ hoch und habe mir gedacht, okay, ist eh nur groß, aber da sind halt unten bei so riesengroße Steine gewesen, was wir vom Erzberg, glaube ich, aufgeflogen haben und hat es mir halt Vollgas überschlagen und das Motorrad irgendwie auf der Motorplatten da so am Steine aufgelegen. Ich bin noch echt fast nicht mehr rausgekommen. Und den Wasserkühler, die Leitung oder die Wasserleitung für den Kühler, hat es mir so zusammengedruckt. Da ist am Anfang habe ich nur mehr genau geschaut, weil man nicht vorstellen habe können, dass die jetzt nicht hin ist. Und bin dann wirklich 10 Sekunden stehen geblieben und habe echt gesagt, danke lieber Motorsportgott, weil es hätte wirklich vorbei sein können. Bin dann einfach kaputt ins Ziel gefahren. Und es war dann so geil, ich bin dann zum Heli gegangen, das ist der, was bei uns die Motoren macht. Oft sage ich, Heli, schau dir das an, so ein Masen hast du nicht zweimal in deinem Leben. Oft sage ich, ja, wann ist denn das passiert? Oft sage ich, ja, schon 100 Kilometer vor dem Ziel. 100 Kilometer fast leicht ohne Wasser. Wenn er das sagt, dann wird es schon so schlimmer. Aber es ist wirklich, dass viel fragen sie immer, wie viel PS hat unser Motorrad und so. Und es hat um die 70 PS, 450. Und da sagt jeder, okay, hat das eh nicht mehr. Aber wenn man sich denkt, dass eigentlich das ein Motor ist über die ganze Dakar und in Bolivien, der Salze bei meiner ersten Dakar, das waren 176 Kilometer mit 3 Kurven. Also ich bin in die 176 Kilometer dreimal vom Gas übergegangen und der Salze ist auf 3.500 Höhenmeter und da ist meistens mein 6. mit der Zunge, jetzt bin ich meinen 5. Gang knapp eine Stunde nur in der Grenze gefahren. Also ich so nur und ich glaube am Ende des Tages waren 0,3 Liter Wasser drin und ein halbes Liter Öl noch mehr. Und normal ist das Dreifache fast drin. Also das zeigt halt wirklich extrem, wie aus dem Wehr das dann gesagt hat. Das hat mich schon ein wenig beruhigt, weil man dachte, okay, dann doch nicht so ein Auto, weil ich nicht so tragisch bin. Ja, dann, am letzten Tag gibt es eh nicht mehr so viel zum Erzählen. Es waren 110 Kilometer. Es war, was lustig ist, weil ich umgeflogen bin heuer zu der K, habe ich mir gedacht, was das, wenn jetzt schon der Flug war, heim zu und ich hätte es gewonnen. Und dann habe ich irgendwie am letzten Tag so ein bisschen an das gedacht und es war halt echt dann perfekt, ich habe das auch super genießen können, ich habe 20 Minuten Vorsprung noch gehabt und das ist eigentlich echt genauso gewünscht, der letzte Etappen, du weißt, wenn nicht irgendwas komplett Wahnsinniges passiert, gewinnst es, du kannst es genießen, musst nicht mehr was, weil wenn es du wirklich um 10, 20, 30 Sekunden noch geht, dann musst du am letzten Tag auch nochmal so viel riskieren, dass ja, dass ich das keinem wünschen würde, aber es war dann echt ein unbeschreibliches Gefühl und man kriegt halt da schon so viel zurück im Leben und speziell die Motocross-Zeit, wo ich wirklich gelernt habe, was die andere Seite bedeutet, wenn man wirklich nicht weiß, ob man sich die Saison noch finanzieren kann oder nicht und dann, wenn man wirklich dann auf der anderen Seite steht und ja, ein bisschen Geld verdient mit dem, was einem am meisten Spaß macht im Leben, gesund ist und ja, jetzt mit euch
da ein bisschen Schmäh führen und Entwürfe von Geld ist schon lässig. Und bin froh, dass es so gekommen so ist. Also an den Ausführungen habt ihr jetzt schon alle, glaube ich, verstanden. Und das wissen wir natürlich schon alle. Ja. Also die Dakar zu gewinnen, da gehört wirklich neben dem ganzen Können und neben der ganzen Einstellung, was man haben muss und Vorbereitung, auch sehr viel Glück dazu. Und, aber du gehörst jetzt sicherlich zu dem Kreis, wenn man sagt, die drei oder die fünf Sieganwärter für die nächsten paar Jahre, da gehörst du auf jeden Fall dazu. Und wenn das Glück wieder auf deiner Seite ist, dann kommt das, weil alle anderen natürlich, die noch nie gewonnen haben, die vielleicht nicht so vernünftig agieren und auf jeden Fall mit ein bisschen Glück bist garantiert wieder dabei. Das mit dem Retourflug, das möchte ich auch noch, was er ihm da überlegt hat beim Retourflug, nämlich gar nichts. Ein Flieger haben sie nämlich eintragen müssen, irgendwann auf halbem Flug, so über den Atlantik, haben wir schon munter geworden. Und hat seinen Boss und sein ganzes Zeug alles vergessen. In Spanien unten haben sie ihn dann, hat er müssen umsteigen und wieder in den nächsten Flieger eingestiegen ist, hat er gemerkt, dass er weder einen Boss noch ein Geld noch irgendeinen Ausweis hat. Also, das stimmt leider nicht. Das mit dem Hinumfliegen, da hast du noch relativ klar denken können. Aber das hast du verdient. Also. Ja, wirklich dann aber von Spanien nach Österreich ohne Boss. Weiterfliegen dürfen. Ich habe denen gesagt, dass ich die Dakar gewonnen habe. Ja, und dass ich dort in München 50 Leute von mir warten und was ich tun muss, dass ich muss da fliegen. Ja, nein, es geht nicht. Aber ich habe gesagt, es ist wirklich, wenn ich um so da bist, wenn ich irgendeine Geschichte erzähle, dann habe ich gesagt, nein, es ist wirklich so. Da habe ich auch ein bisschen komisch reingeschaut. Und dann war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, come with me. Beigegangen. Sony Bus auch gegangen. Ja, also ich danke vielmals, Matthias, dass du heute auch gekommen bist, weil irgendwie das Rennen deines Lebens hast du ja quasi nach der Dakar fast gestartet, mit fast jedes Wochenende irgendwo im Einsatz und jeder will was von dir wissen. Und da freut es mich irrsinnig, dass du, wie voriges Jahr auch schon zugesagt hast, dass du zu uns kommst und heute mit uns gefahren bist. Also riesen Dank von meiner Seite an dich da. Also echt danke. Ja, fährst du einmal oder? Was? Fahren? Ja. Ja, Mann. Also. Nein, also, wie du auch sagst, wir müssen jetzt langsam schon schauen, dass wir die Tage genau einteilen, die was von dir noch gefordert werden. Aber das war ja heute fast der Trainingstag. Ne? Aber wirklich, er hat natürlich von allen Seiten Termine und schon langsam machst du schon wieder. Konzentrieren anfangen, ein ganz weit ist nicht mehr bis zum nächsten Dakar. Ne? Jetzt gibt es noch die WM-Rennen in Südamerika, zwei, ne? Und dann noch das in Peru, das was der Dakar-Veranstalter macht, wo wir eigentlich nicht umfahren müssen, aber das ist genau auf die Streckenabschnitte, wo die Dakar stattfindet, also musst du wieder um. Und dann gibt es noch das letzte Rennen in Marokko und dann, ja. Schauen wir, ob er Weltmeister auch noch wird, ein zweites Mal. Aber der Dakar, also der Rallye-Weltmeister ist jetzt zum Dakar-Sieger zu ihnen, also nicht vergleichbar. Ja. Also, der ist ins Insap bei KTM, ich will jetzt nicht sagen wurscht, aber auf jeden Fall zweitrangig. Also der Dakar-Sieger steht über den weit, weit drüber. Ja, wenn irgendwer was wissen will, dann fragt es einfach, ich halt bewusst ein bisschen was anderes erzählt, weil wenn sich irgendwer für Dakar interessiert, die meisten Geschichten, glaube ich, habe ich schon irgendwo mal wo gelesen oder gehört und jetzt darum wollte ich euch das ein bisschen vermitteln, was mich so gedacht habe, was ich so gefühlt habe, weil es dann auch immer schon, auch wie der Heinz sagt jetzt, glaube ich, ist schon wirklich so fast die 60. Medienveranstaltung und ich denke mir, und ich weiß ja nicht, hört ihr das jetzt das erste Mal oder ist schon das vierte Mal, weil ich habe es halt sicher schon 100 Mal erzählt und darum. Ja, was mich interessieren hat, weil das haben wir ja zum Beispiel in Afrika nicht gehabt,
wenn ihr auf 4000 Meter oben seid, ist ja in der Früh richtig eisig kalt, oder? Und Regen kriegt es auch da rein, glaube ich, in La Paz, oder? Ja. Und habt ihr da bandmäßig, schickt ihr das Auto vor, dass die ein frisches Band geben dann für die Sonderprüfung? Also es, die Dakar hat immer sehr lange Verbindungsetappen, die musst du nur in einem gewissen Zeitraum fahren und dann gibt es die Sonderprüfungen. Da läuft dann die Stoppuhr, da musst du dann richtig Vollgas geben. Also die Sonderprüfung ist das Einzige, was eigentlich zählt. Die Verbindungsetappen, die musst du halt auch radeln, sehr, sehr und sehr viel da drüben. Ja. Und wenn es da natürlich regnet oder schießt was und du nasser zum Start hinkommst, wie habt ihr da drum? Habt ihr da alle bei? Nein, ist so vorgesagt. Oder? Also, man ich jetzt schon mittlerweile, am Zagsten war die erste Dakar, als du überhaupt nicht weißt, was dich erwartet. Ich weiß, bei der ersten Dakar war es am kühltesten bis jetzt, also mal minus 10 Grad gehabt für 380 Kilometer. Und ich mal auch gedacht, mein Ski unterwegs, was ich habe, meine Gurte oder meine Winterhandschuhe, das ist ausreichend. Aber nur, dass man sich beim Skifahren bewegt und was tut, wenn man jetzt dann nur 5 Stunden Lift fahren würde, bei minus 10 Grad wurde dann eher kalt. Und habe halt aus dem schon gelernt, dann habe ich jetzt halt recht eine beharzte Unterwäsche und gescheite Winterjacken. Aber es ist trotzdem, also von La Paz her, war die Verbindung die erste 360 Kilometer auf 4000, also La Paz ist auf 3700 Höhenmeter. Also, mindestens so kriegen wir heute, wenn nicht nur mehr, das für 4,5 Stunden und es hat minus 5 Grad gehabt. Und ja, wie regnet so, wenn es minus 5 Grad hat? Im Auto, also weil ich weiß ja das nicht. Und ich sag dann, hey Stefan, wie viel Grad hat es gehabt oder so? Und er hat gesagt, ja, das kühlteste war minus 5. Ja. Und ja. Aber also wenn es den Regen im Gesicht, dann spürst du dann schon. Ja, das sind wahrscheinlich wie Nadelstiche. Ja, es ist nicht wie ein Hagel und so, aber so wie ganz ein harter Regen. Und das Wärmste, glaube ich, war so bei 2 Grad. Man ist halt immer am Vortag, keine Ahnung, von 3000 bis 4, nein, glaube ich, war das Höchste in der Verbindung, wo man aufgekommen ist. Aber es ist halt dann echt, man ist halt durchwaschen los, es ist extrem kalt. Und man hat halt dann bei sicheren Verbindungsetappen. Ich bleibe halt dann immer jede halbe Stunde stehen und mache kurz einen Hampelmann oder ein paar Liegestütze. Und man muss auch extrem oft aufs Klo gehen, weil der Körper halt immer einen Druckausgleich macht. Man trinkt da relativ viel. Jetzt hast du eigentlich bei der Verbindungsetappen gar nicht so viel Zeit, dass du dann wirklich ins Auto noch rein, weil einfach die Grundgeschwindigkeit viel langsamer ist auch und die Straßen dort extrem rutschig sind, extrem kurvig. Also du musst dann echt schon zügig fahren. Das Licht, was wir jetzt auf der Rallye haben, ist auch nicht wie bei einer Adventure. Und wir sind da um 4 in der Früh weggefahren, also die ersten 2 Stunden sind auch wirklich zum Aufpassen, dass du nicht irgendwas übersiehst. Jetzt fährst du nicht so schnell und dann hast du auch nicht so viel Zeit, also das ist maximal 10 Minuten ins Auto rein sitzt, dann eine andere Brühe vielleicht hernehmen, trockene Handschuhe anziehen und dann vielleicht deine Rallyjacken, aber irgendwie, dass du da jetzt die ganze Unterwäsche, das alles austauscht, geht nie, aber es bringt auch nichts, weil die Speziale ist ja genau da, wo sie dann plus 2 Grad und rennen sollten, weil das ist ja dann gleich im Anschluss zur Verbindung. Und das war eh ein extrem zacher Tag, weil da waren eben, wie gesagt, die 360 Kilometer Verbindung, wo wir schon waschen los waren. Dann war, glaube ich, die längste Speziale mit 480 oder knapp 500 Kilometer. Und da hat es halt auch davon 200 Kilometer gerannt. Und das kann sich jeder vorstellen auf solche Straßen. Oder ja, ein bisschen schneller, wie wir heimgefahren sind, aber wirklich so wiesiger Lehmboden, wo es regnet, da rennen fahren zu müssen. Du weißt nie, okay, habe ich jetzt 50 Meter Bremsweg oder sind es 150 Meter, weil du nicht weißt, wie rutschig das ist. Und ja, da hast du wirklich 10-mal sicher Schreck. Also viel mehr angeredet beim Erzberg oder so, wie da, ich weiß nicht, ob das Video wer gesehen hat, wo ich so an die Böschung rangesprungen bin. Ja. Und wow, das war ich knapp oder so. Also, da bei der Etappe oder so, glaube ich, 20 vor dem Hügel oder nach dem Hügel, wo du wegspringst? Nein, genau, wo ich halt da so weit außen gelangt bin. Ja, ja, da haben wir ein paar gesagt, boah, das war knapp, aber der Dakar an so einem Tag oder so ist 20 Mal so knapp, wo ich mir denke. Ich weiß nicht, wie das eigentlich jetzt irgendwie gegangen ist, weil du nicht einfach ein Masern hast. Und das war dann eine Marathon-Etappe und wir sind dann, das war, da habe ich auch den Ausschlag her.
Da ist man dann in so einem, ja, in so einem gemeinsamen Biwak, dass einfach wirklich der Hobbyfahrer, der Amateur und der Profi alle gleichgestellt sind, was auch irgendwie cool und lässig ist. Aber das ist halt in Bolivien so ein altes Bundesheerheim, aber das ist halt, ja, ich finde es oft lustig, wenn sie bei uns wer beschwert über die Flüchtlinge und die Asylanten, wenn wir ihnen das nicht zumuten können. Also wenn dann einmal so ein Marathon-Tag mit uns mitfahren. Also das ist wirklich so grauselig, dass ich mein Motorradzeug nicht einmal mehr ausgezogen habe und dann wirklich das nasse Zeug bevorzugt habe. Und das ist halt echt grenzwertig. Ich habe dann 2 Monate lang, glaube ich, 1000 rote Punkte auf meinem Körper gehabt, weil ich irgendeinen Ausschlag mitgenommen habe. Es hat zum Glück nur schier rausgeschaut und hat nicht weh da oder gejuckt, von dem her ist es gegangen. Aber das sind halt echt so Erinnerungen, wo es echt richtig zache da sind und wenn halt das dann echt so ausgeht, freut man sich besonders. Gibt es eigentlich, die Gerüchte sagen ja, dass die Dakar wieder zurückgeht nach Afrika? Oder jetzt fällt ja mal ein Land weg, oder? 2003. Also nächstes Jahr fahren sie nur in Peru. Genau. Also was jetzt halt für die Fahrer wahrscheinlich eine schwierige Dakar werden wird, weil ich habe es ja gerade gehört, die Dünen wenden ja echt brutal und vor allem ist die Wüste zerfahren bis zum Gerd nimmer, das heißt nicht eine Spur, sondern tausende Spuren in alle Richtungen. Das wird es wahrscheinlich auch dreimal durch Peru kreuz und quer hin und her fahren, also Spuren von den vorderen dort und auch wieder sehen. Imagemäßig tut es der Dakar sicherlich nicht gut, weil der Dakar ist schon irgendwo das Größte gewesen und so Marokko-Rallye und Zeug gibt es eigentlich jede Menge. Also, aber wird sicherlich eine schwere Dakar, also davon bin ich jetzt schon überzeugt. Aber Afrika zurück, ja, sie haben geschaut, glaube ich, in Namibia haben sie ziemlich viel verhandelt, ob sie da runter dürfen. Die brauchen für jeden Land, wo sie hinfahren, brauchen sie richtig viel Geld, dass sie hingehen. Und das kriegen sie halt nicht oft. Und das war jetzt halt auch bis letzten Freitag, hat die Regierung in Peru drüben gesagt, nein, zu den 6 Millionen, was sie gefordert haben, jetzt, glaube ich, zahlen sie 3 oder so. Und lassen sie halt fahren. Ja, also. Aber ich bin ziemlich auf der Kippe gestanden, ob sie im Peru fahren dürfen. Ja, wird immer schwieriger werden, wo sie hingehen. Vor allem bei der Veranstaltung, da kannst du miteinander diskutieren und fragen und neue Ideen haben. Da kommt für die Franzosen immer als Erstes, okay, wie wirkt sich das auf unseren Business Case aus? Verdienen wir da weniger oder mehr? Wenn es weniger ist, braucht man gar nicht weitergehen. Ein bisschen schade, also dass da nicht in erster Linie die große sportliche Herausforderung das Thema ist, aber der Erfolg gibt ihnen recht, das ist die größte, noch MotoGP auf jeden Fall die wichtigste Motorradveranstaltung weltweit, mit dem Abstand am meisten Live-Zuschauern, okay, es geht 2 Wochen lang, aber laut Web. Seiten von Veranstaltern, über die 4 Millionen Live-Zuschauer an der Strecke stehen und ist natürlich weltweit in jedem Land zum Sehen und deswegen ist die Dakar für uns, für die KTM, ja, die wichtigste Veranstaltung des Jahres. MotoGP ist absolut top und gut, aber ist halt über das ganze Jahr verteilt. Und die Dakar gibt es einmal, 2 Wochen lang. Und das 2 Wochen lang ist natürlich auch interessant. Aber wenn ich jetzt ein Riesenfan bin und ich sehe auf einmal als Österreicher, hey, da ist ja der Walkner vor, dann werde ich morgen wieder reinschauen. Und irgendwann schaue ich halt bis zum Ende. Also das ist schon eine gute Kombination. Nur dazu ist sie im Jänner, Anfang des Jahres, wo sonst kein Motorsport stattfindet. Und wenn da jeder schon so richtig schöne Bilder sieht von einer Image-Veranstaltung, da sollte jeder schon an seine Adventure denken. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, gell? Ganz fest. Bis nicht. Der ORF muss man noch reden, gell? Ja, das ist natürlich, in dem Business Case gehört dazu, dass die sagen, okay, lieber ORF, wenn du es willst, dann legen sie halt, keine Ahnung, 200.000, 100.000 einmal zuerst auf den Tisch, dass du die Rechte kriegst. Und dann, ich meine die Erwähnung, wenn ein Marcel Hirscher
beim Interview das erwähnen muss, dass einer die Barista, also die der Kakuna hat und der OF ist nicht einmal der Rede wert, dass er von selber irgendwas macht. Nein, das ist echt so gemeint, weil er die Bildrechte nichts bekommt, er kennt nichts herzagen. Aber so kann es. Ja. Aber man muss sie auf jeden Fall zu wenig, da haben wir uns alle einig, also was sie kriegen schon, die täglichen News, was weiß ich, 2 Minuten oder so kriegen sie schon, könnten auch jeden Tag was bringen, gratis, aber alle aufgefordert, meldet sich bei der ORF, schimpft sie sich, also das nehmen sie schon ernst, wenn da was kommt, also das helfen ihnen auf jeden Fall. Okay, hast du eigentlich deinen Laden drin schon? Ja. Bleibt der drin, oder? Nein, jetzt ja nicht, wenn man vorher noch der Karl ein rauszutun. Nicht Vorteil. Und jetzt ja ist dann ein bisschen mehr Arbeit, bis sie reinkommen, bis sie ihn finden. Ja. Nächstes Jahr möchte ich nicht rauslassen, aber heuer war es unmöglich gegangen. Nachdem ich der letzte Zweite geworden bin, habe ich gedacht, okay, ich habe 26 Wochen nur Reha gemacht. Und das war dann so ein bisschen die Belohnung, die ein bisschen rein freie Zeit, wo es jeder Monat einmal. Nicht so viel tun muss, dann habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt einen Nagel raus tun lasse, dass ich wieder zwischen 4 und 8 Wochen muss. Die Meinungen gehen auch. Ja, ausfallen zum Motorrad, zum gescheit Sport machen, sicher so knapp 2 Monate. Und so ein bisschen was dran und so, das geht nach 2-3 Wochen auch wieder. Aber umso länger da halt drin ist, umso blöder wird es zu uns. Ja, da sieht man schon, dass das Rallyfahren ganz schnell an die massiven Knochen geht, weil unser Werksteam, was jetzt übrig geblieben ist, weil der Mayo ist ja nicht mehr, aber alle anderen haben jetzt einen Oberschenkel schon gebrochen gehabt. Mhm. Ja, aber vielen Dank, Herr Matthias, für die Ausführungen. Ich glaube, wir alle zusammen waren noch immer in dem Flussbett drin und würden nicht rausfinden. Also ich danke fürs Kommen und ich hoffe, für euch war das auch interessant, von unserem Starfahrer zu hören, wie es am heuer so gegangen ist. Und ich wünsche uns allen morgen noch einen schönen Tag im Zillertal auf unseren Adventures. Also viel Spaß auch morgen. Das wünscht mein Kai, ja. Danke. Ich verabschiede mich, ich fahre jetzt Verbindungsetappen Richtung Salzburg. Gute Fahrt. Und gehe morgen Motorrad fahren. Ja. Bitte. Tschüss.